Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich habe offscreen rund um unseren nächsten Erinnerungsanfang mal ein paar Sachen noch freigeschaltet. Bank. Die habe ich auch übrigens leer geräumt. Wir haben jetzt Platz für 50.000 Florin Kapazität. Und ja, Schmied und Ärzte und habe halt hier rundherum so ein bisschen was freigeschaltet. Achso, und in die Bank sieht man ja auch, weil sie markiert ist, in die Bank habe ich investiert. Ja, zwischendrin immer mal investieren, irgendwie kann ja nichts schaden. Ist zwar nicht so sinnvoll, aber habt ihr ja schon geschrieben. Aber gut, kann man ja mal machen. Kurze Unterbrechung, es hat geklingelt. So, da sind wir wieder. War der Paketmann. Und wie man einfach von Amazon in 90% der Fälle immer ein Paket bekommt, in das ein Paket eingepackt ist, in dem die Ware ist. Warum, Amazon, warum? Ich verstehe es nicht. So, und wir machen jetzt weiter mit der Erinnerung. So. Ezio, hierher. Hallo, Leonardo. Die Quelle der mysteriösen Stimme finden, akzeptieren. Psst, 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 psst. Leonardo. Leonardo. Ezio, komm her. Ja, Leonardo. Ich bin schon da. Ezio, hierher. Ja, Leonardo. Ich komme schon. In einem Ezio, Karton. Komm her. Ezio, hierher. Ja, ist ja gut. Kiela. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amico. Komm her. Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vaticano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Huch. Wie von Altair im Kodex beschrieben, ermöglichen die doppelten versteckten Klingen zwei heimliche Attentate gleichzeitig. Oh ja. Ihr seht's, wir haben genug Kohle angesammelt. Klettersprunghandschuh. Dieser verstärkte Handschuh ermöglicht schnelleres Klettern, da der Träger leicht während eines Sprungs nach Vorsprüngen greifen kann. Er richtet außerdem größeren Schaden bei Faustkämpfen an und Giftpfeile. Verbessert den Mechanismus der versteckten Klinge und erlaubt das Verschießen von Giftpfeilen auf entfernte Gegner. Na klar will ich die Doppelklinge haben. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Unsere Missionen sind auch erfolgreich. Das ist sehr schön. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Alles klar.
Ein unerwarteter Besuch, 100% synchron. Das war wahrscheinlich auch nicht schwer. Ich habe gar nicht geguckt, was es dafür bedarf. Bauleiter der Kriegsmaschinen aufgespürt. Leonardos Kriegsmaschinen. Leonardos Kriegsmaschinen sind jetzt auf der Karte vermerkt mit einem großen Luigi L. Okay. Dann will ich aber, ich habe nämlich, als ich offscreen ein bisschen was freigeschaltet habe, gesehen, dass wir beim Schmied was kaufen konnten, wofür wir aber diese Doppelklinge, die ich gerade gekauft habe, benötigt haben. Eigentlich mag ich das Essen in Venetia. Also werde ich das jetzt mal kaufen. Stellt unseren Stahl auf die Probe. Ehrliche... Hallo. Rüstung. Römische Armschützer. Her damit. Sehr schön. Oh, hier können wir hier noch investieren. Ja, offensichtlich. Mach ich mal. Waffen. Also da ich sowieso ausschließlich oder fast ausschließlich mit der versteckten Klinge kämpfe, weil ich sie mega finde. Weiß ich gar nicht. Erstmal gebe ich hier, glaube ich, nichts aus. Rüstung haben wir jetzt alles. Und verkaufen werde ich sowieso nichts. Bis zum nächsten Mal. Dann... wo ist denn... Ich sehe die Kriegsmaschinen nicht. Die gestrichelte Grenze ist noch da. Die auch, die auch. Bezirk Vaticano. Flagge. Okay, ich sehe das L gerade nicht. Vielleicht kriegen wir es auch nur über die Minimap angezeigt. Ich will aber jetzt erstmal ganz kurz noch, natürlich, da ich mich so in diese Gildengeschichte verliebt habe, will ich jetzt erst noch mal kurz zum nächstbesten Taubenschlag. Um mal zu gucken, was da so los ist. Entschuldigung. Hat sie gerade hässlicher Affenschädel gesagt? Da lege ich mich mal ins Heu. Hallo. An alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. So. Seid gewarnt, bis die Lage sich beruhigt hat. Botschafterin vergiften, erfolgreich 2, erfolgreich 2, erfolgreich 2. Zum Glück überhaupt kein nerviges Geräusch, wenn man es ganz schnell hintereinander drückt. Waffe. 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 Also man kann, ich könnte ja eigentlich immer drei Stück quasi leveln, ne? Drei immer auf Mission schicken. Dann habe ich immer trotzdem meine vollen Assassinensignale. Und die werden ja offensichtlich sowieso dann verschoben. Wie auch immer. Aufträge. Florenz. Wir können jetzt mal schon mal die mit 2 Sternen machen. Mit 3 Sternen, wenn wir mal kurz gucken. Ja, 40%. Okay, die. Also erstmal beschränken wir uns auf 1- und 2 Sterne Missionen, würde ich sagen. Ich suche mal kurz eine 2. Da.
Wie viel Erfolgswahrscheinlichkeit haben wir denn da? 90, 90, 90, 90, 90. 90, 90. 22 Erfahrungspunkte gibt die. Hier, du machst die. Dann kriegst du nämlich auf jeden Fall ein Level up. Vorausgesetzt, sie ist erfolgreich. Wenn eine mal nicht erfolgreich ist, ist das gar nicht so schlimm. Denn dann sehen wir mal, was eben genau dann passiert. 85%. Gucken wir mal. Ein Relikt stehlen. 80%, es wird immer weniger. Mache ich aber trotzdem. Huch. Mache ich aber trotzdem auch mal, wollte ich sagen. Die haben jetzt alle 11 Erfahrungspunkte, ne? Ja, die kriegen also. Ach doch, die kriegen ja auch ein Level up. Vorausgesetzt, ist er erfolgreich. Probier einfach mal. Ich will mal gucken, im Zweifel, wenn es nicht erfolgreich ist, ist es ja nicht schlimm. Oder dann sehen wir mal, was passiert. ja. So machen wir es. Ach, wie lang sind die jetzt weg? Fünf, neun, acht. Okay. Dann. Ich sehe hier den Erinnerungsanfang. Den müssen wir wahrscheinlich auch sowieso erstmal machen. Ich sehe den Erinnerungsanfang. Wir kommen da hinten hin. Dann, bitte ganz schnell hier oben. Rosa di Fiore. Die Guardia tut alles Menschenmögliche. Hallo. Kann aber nicht Sicherheit ein Hinweis an alle Spanier. Wo komme ich hier jetzt komplett außen lang? Jo. Sieht gut aus. Hallo. Entschuldigung. Hi. Hallo. Hallo. So. Interagieren. Ja, wir kommen da hinten tatsächlich hin. So, Kolosseum kommen wir hin. Da kommen wir auch hin. Porta Nomentana. Ich reiß da mal hin. Ich weiß nicht, inwieweit wir da richtig sind oder ob wir da dann auch zum Erinnerungsanfang kommen, ordentlich. Hier ist auch direkt der nächste Aussichtspunkt. Da. Wie komme ich da hin? Oh, muss ich da etwa das Aquädukt reparieren? Oder wie? Offensichtlich, oder? Moment. Es würde ja auch reichen, wenn ich irgendwie so schon da hochkommen würde. Aber ich glaube, das wird eher nichts. Kurz auf der anderen Seite schauen. Ah. Ja, bitte einmal hier hoch.
Danke. Das könnte aber... Nee, wir kommen ja... Kommen wir nie hoch, ne? Da oben sieht es zwar überall so aus, als könnten wir uns da festhalten, aber wir kommen ja nicht... Wir kommen ja nicht, wir haben ja kein Mittelstück, wo wir uns mal festhalten können. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Aber ich kann das hier gar nicht reparieren. Kann ich wohl doch. Beschädigtes Aquädukt. Dieses Gebäude steht im Einfluss einer Beutung und kann nicht ausgebaut werden. Aha. Einfach nicht. Dich. Die werden kein neues Gebäude erlauben. Gleich tun sie das. Gleich tun sie das. Bist du das bestimmt? Der böse, böse Borgia-Turm. Du böser Borgia-Turm. Markieren. Vielleicht später. Adio. Tschüss. Ja, wir können das Aquädukt auf jeden Fall. Ich komme noch nicht zum Borgia-Turm. Dann gehe ich erstmal zum Erinnerungsanfang. Jetzt will ich aber doch noch mal kurz probieren. Ja, hier, das baue ich gleich aus. Das nutze ich als Speicherpunkt. Guck mal einer an. Geht das? Nee, das geht nicht, oder? Da geht doch nicht. Geronimo! Nein. Au. Es geht nicht. Okay. Invendita untersuchen. Ach, scheiße, ist ja hier alles Borgia-Einfluss. Kann ich ja gar nicht als Speicherpunkt. Ja. Ja, ja. Ist ja gut. Wenn wir dieses Aquädukt, das habt ihr mir auch schon geschrieben, das sollten wir komplett reparieren, denn so kommen wir an, ich glaube, ein... an ein Versteck, der, Romulus. Der Remus? Der Romulus? Ich habe gerade den Umweg über Star Trek genommen in meinen Gedanken. Deswegen weiß ich nicht, hießen sie Romulus? Oder hießen sie, sie hießen Romulus, ne? Ja, ich glaube schon. Kurz gucken. Wie weit? Sehr weit. Schade. Also, naja, ich glaube doch. Wir gehen nochmal zum Taubenschlag. In der Hoffnung, dass bis wir da sind, die ersten Missionen, oder eine Mission ist ja schon fertig, dass alle Missionen fertig sind und dann... Hier ist eine Barriere? Really? Komme ich hier offenbar gar nicht vorbei? Oder nur über Mega-Umweg? Hier ist dicht. Hier sollte ich aber jetzt... Ja, hier ist nicht dicht. Okay, ich wollte gerade sagen, weil da ist auch das Kolosseum. Mission ein Relikt stehlen war erfolgreich. Super. Dann könnten wir... Könnten wir es doch noch schaffen. Sag mir nicht, der Taubenschlag ist hinter einer Barriere. Doch, ist er. Das ist natürlich prima. Großartig. Nee, ist er nicht. Okay. Wir haben nur noch einen kleinen Weg vor uns. Aber das macht nichts. Schadet ja auch nichts, wenn ein paar Assassin's Creed-Folgen mal länger sind als die von mir eigentlich angepeilten 15 Minuten beim ja quasi Nebenprojekt.
Aber das macht ja nichts. Euch stört das sowieso nicht. Mich stört es auch nicht. Ich habe heute genug Zeit. Paket ist gerade schon angekommen, auf das ich gewartet habe. Also, who cares? Drei Minuten und eine Minute. Ist das denn schon ein Speicherpunkt? Wo ist er denn? Hier vorne. Ugo Ubaldi. Ich finde den Namen so cool. Rüstung. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Das freut mich sehr. Kurz auf die Karte gucken. Ich denke, ich werde beim nächsten Mal wieder die Schnellreise nutzen. Und dann müssen wir, da gehe ich stark von aus, erstmal den Erinnerungsanfang machen, denn dann, wahrscheinlich müssen wir erst die Kriegsmaschinen zerstören und dann werden auch erst wieder die Borgia-Türme quasi freigegeben. Das müssen wir uns da mal genauer angucken, wenn es soweit ist. Borgia-Einfluss, falsche Taste, Borgia-Einfluss. Gucken wir uns, okay. Ja, also wir haben im Westen Roms haben wir soweit alles befreit. Oder zumindest ja in den Bezirken, wo wir bis jetzt waren. Ich hoffe, die werden auch bald freigeschaltet. Unbekannt, Schwierigkeit 3 von 5, 4 von 5, 2 von 5. Okay. Sollten wir aber so oder so alle hinbekommen. Mal mehr, mal weniger stealthy und sneaky, aber ja gut. Da kriegen wir auch hin. So, jetzt habe ich hier noch so viel lang erzählt und auf der Karte rumgemacht, dass hier bestimmt doch schon wieder irgendeine Mission fertig ist. Oder? Mach doch mal hinne. Seid schneller. Eine Minute, zwei Minuten. Come on. Ich frag mich, also ich würde gern 80 Punkte brauch eher. Weil mich würde ja schon mal interessieren, was dann auf Rang 4 so passiert. Das ist ja, wäre nicht schlecht. Also klar, Rüstung und Waffen können wir immer weiter aufwerten. Ich frag mich aber auch, ob bei der Ausrüstung noch was dazu kommt. Ja, komm, ich überbrück die Zeit jetzt noch und wenn ich hier, Geschichte haben wir auch noch gar nicht reingeguckt. Da steht aber auch nur, ja, ein erfolgreicher Auftrag, ein erfolgreicher... haben wir überall schon einen erfolgreichen Auftrag mindestens. Lissabon sogar drei? Ach, cool. Cool. Ja, ist jetzt... ja. Information, mehr aber auch nicht. Die Attentatsmission akzeptieren, um das gegebene Ziel zu eliminieren. Angegebene Ziel zu eliminieren. Das ist eine lange Minute. Aber haben wir hier in der Nähe vielleicht einen Händler oder sowas? Karte. Können den Doktor noch schnell freischalten. Oh, 25 Minuten, das ist nicht schlimm. Dann schalten wir den Doktor noch frei, bis wir da hingelaufen sind und das gemacht haben und wieder zurückgelaufen sind. Sind vielleicht die Aufträge fertig. Schwupp. 1280. Die Kohle haben wir durchaus. Einkommen auf 7856 Florin alle 20 Minuten. Braucht ihr medizinische Hilfe? Ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwar zwei Gesundheitsquadrate verloren, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm.
So, Markierung weg. Ich wollte gerade sagen, da unten, aber da können wir noch nicht hin. Jetzt haben wir aber immerhin schon mal den Arzt hier unten im äußersten Winkel freigeschaltet. Das Ding kostet irgendwie 28.000 Florin oder so. Also diese ganzen Sehenswürdigkeiten, die sind schon recht teuer. Da bin ich mal gespannt, ob wir uns die irgendwann wirklich leisten können. Basilica di Massenzio. Ich habe keine Ahnung. Offenbar sind die verbuggt. 30 Sekunden, das sind lange Minuten und Sekunden hier. Und deswegen breche ich das jetzt hier an dieser Stelle ab. Ich werde offscreen noch die Punkte verteilen. Bei Rang 2, und ihr habt es ja schon gesehen, verteile ich dann den zweiten Punkt auf die Rüstung. Und neue Aufträge starten, das können wir ja dann am Anfang der nächsten Folge machen, dass ihr da nichts verpasst. Ich werde jetzt nur offscreen die beiden Punkte bei den beiden noch verteilen, die gleich fertig sind. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein, die Folge genug künstlich in die Länge gezogen. Ich sage bis hier, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.